Guten Abend, meine lieben Community-Freunde und Gäste von Twitch. Wie der Titel des heutigen Streams schon verrät, verfolgen ein bisschen den goldenen Pfad. Während ich mich hier noch anmelde, könnt ihr euch ja noch was zu trinken holen. Ja, wir sind ja wieder einer chilligen Runde hier verfallen mit, ach, was gebe ich denn hier ein? Mit Far Cry. So, oh, falsch. So, dann gucken wir mal. Haben wir genug Munition erstmal eigentlich? Weil das brauchen wir für die nächste. Warte mal, hört man mich? Sieht man mich? Guck mal nur kurz. Der folgende Freund ist der Party beigetreten, ja. Er lädt das Video. Warte mal. Ja, es muss alles an Richtigkeit haben. Ich will ja sehen, dass das auch funktioniert hier, ne? Ist auf jeden Fall live. Und er hat's drauf. Das ist gut. So. Ja, euch nochmal ein herzliches Willkommen und guten Abend zur nächsten Far Cry-Folge. Munition nachfüllen, ja klar, hauen wir rein. So, viel haben wir ja nicht mehr an Geld. Diese Männer mit den Kapuzen, die sind nicht wie der Rest der Armee. Die sind schneller, tödlicher. Sie reden mit Tieren. Wieso? Ist ja der Pferdeflüsterer irgendwo? Sie reden mit Tieren. Oh. So, ich bin hier und ja, ich wollte gerade sagen, das Rote muss weg. Wir haben das Ding ja über erobert. Wo ist eigentlich unser nächster? Ach hier. Yogi und Reggie. Da gehen wir mal hin. Den haben wir schon freigeschaltet. Was ist das denn hier? Sanatar, Wegpunkt. Legende, Legende, Legende. Legende. Ja. Ach da. So. Unentdeckter Unterschlupf. Ah. Okay. So. Das heißt, wir machen mal eine Schnellreise zu dem Ort, weil wir wollen nach Yogi und Reggie. Das ist unsere nächste Mission. Der blaue, also Hurk, ist die spezielle Bonus-Download-Content-Version, die man sich hier sozusagen mit dem Code freischalten konnte. Weil man hat ja, wenn man Far Cry gekauft hat, hat man diese Hurk-Mission dazu bekommen. Und die mache ich erst hinterher. Wir gehen oder fahren beziehungsweise jetzt ins feindliche Gebiet zu Yogi und Reggie. Ich bin mal gespannt, was das für zwei coole Leute sind. Natürlich immer wieder mit Robbie Ray Rana von Freies Kürat. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussehen. Du, das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote über Amita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht, ich bin kein Drogenfahnder, ich unterstütze die lokale Kräuterzucht, aber ich... Ich glaube, hier können wir leider nicht mehr mit dem Auto hin. Ja, das war unser Feind. So. Ach du, ach Scheiße. Stimmt, wir sind ja nicht mehr beim Jagen. Jetzt habe ich meine Sniper vergessen mitzunehmen. Egal. Müssen wir halt mit dem Bogen und der Waffe auskommen. Ich meine, wir haben ja genug
Explosives dabei, womit wir die Gegner aufmischen. Haus der Gales auf 2988 Metern Höhe. Wollen wir mal gucken, was die beiden für uns haben, ne? Auf in eine neue Mission. Warte, was? Anmannen? Höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie entschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Oh. Oh. Unser Freund, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine kleine Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, AJ Gale, willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut er nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa y tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht der Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was... Was zum Teufel... Jetzt wurden wir erstmal schön betäubt von den beiden. Nur stehen die auf unserer Seite? Oder sind das Gegner? Was? Hallo? What the hell? Oder seid ihr etwa für die Terroristen? So, des Terroristen Mohan Gale. Gesucht von der Royal Army. Mörder. Unschuldiger Männer, Frauen und Kinder von Kyrat. Er ließ sein Volk im Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten. Um sich richten zu lassen. Und zwar von euch, Bürger von Kyrat, AJ Gale! Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge versteckt sein, wenn du nicht... Übrigens gibt es für uns beide keine Hoffnung. Oh, AJ, willkommen in der Shanat-Arena! Das Fett soll...
Irgendwo im Sand gibt es eine versteckte Klinge. Okay. Okay, die haben wir schon mal. Das ist gut. Nur gegen wen oder was müssen wir denn jetzt antreten? Runde 1. Nee, ist klar. Alter, was? Ja, klar, alle Granaten. Scheiße. Ja, genau. Lass erstmal alt auf mich schießen. Was geht denn hier bitte ab? Und dann kriege ich eine verkackte Waffe, oder was? Das ist ja wunderbar. Wunderbar. Die Charnata Arena. Achso, hier. Sachen einnehmen. Granaten habe ich. Okay, da wo dampft ist viel. Scheiße. Ach nö. Heilen! Hä? Ach da! Oh Scheiße, ich glaube nicht hier sein. Noch mehr. Ich glaube, ich bleib hier oben. Munition. Noch geht's? Noch, ja. Ah. Heilen. Da Munition. Oh. So, Tiger auch. Oh.
down. Ich blinke rot. Das ist mir aber vollkommen egal gerade. Was sagt die Menge? Vorletzte Runde. Mensch und Tier fielen ihm zum Opfer. Doch bevor er seine Freiheit gewinnt, wartet eine letzte Herausforderung. Lasst die letzte Runde beginnen. Ach doch, die letzte Runde. Ich möchte noch was einsammeln. Danke. Wir können nicht fliehen. Nicht gut, nicht. Wo ist noch einer? Da hinten. Alter! Jawoll! Haben wir den Leuten mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Alter, aber mich da einzusperren mit den ganzen Tieren und Leuten da ist auch nicht gerade einfach gewesen, aber gut. Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Am Rande des Wahnsinns. Mission beendet. Die Arena. Bist du bereit, die Sanat Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, endlos und Waffenherausforderungen. Steige zu einem der legendären Arena Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Das heißt, das kann man jetzt so nebenbei machen. Und ich kann mir eine Fähigkeit dazu ballern. Aber noch nicht wirklich. Die Dings hier, dafür brauchen wir zwei. Wo sind wir denn eigentlich kartenmäßig? Ach, da. So. Ja, dann wollen wir uns mal die, die nächste Mission uns angucken.
Aber wir reisen da mal eben schnell hin. Mal meine Schatzkammer zeigen. Gerade blicke ich auf den ganzen Reichtum von Kyrant. Goldmedaillon, Elfenbeinstatuen, Jadeschnitzereien und solche Dinge. Ich habe immer alles, was möglich war, an den Besten verkauft. Und was ich nicht verkaufen ließ, habe ich eingeschmolzen, um etwas zeitgemäßeres daraus zu machen. Der Goldene Pfad sagt, ich hätte es gestohlen, aber das stimmt nicht. Sie haben selbst vor Jahrhunderten geraubt, statt es sinnvoll zu verwenden. Das ist die Lektion für dich, AJ. Menschen sind Heuchler. Sie müssen jemandem die Schuld für ihr Scheißleben geben und wollen nicht einsehen, dass sie selbst auch verantwortlich sind. Nächstes Mal, wenn sie wegen Schulen oder Krankenhäusern jammern, denkt daran, dass sie ihren Reichtum über Jahrhunderte in alten Klöstern versteckt haben. Darauf hereinfällt, ich meine... Der Fleur benutzt dieselben Trucks, dieselben Farmen, dieselben Lagerhäuser und überall sind noch dieselben alten Kyrati-Logos drauf. Vielen Dank, Captain Blödarsch. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Wir haben überhaupt keine Antidrogen. Ja, ja, der Pergament versucht uns ein bisschen einzuschüchtern und irgendwie mit irgendwelchen Psychosprüchen oder Psycho-Sachen da irgendwie rumzukriegen. Ich find's lustig. Und De Pleur ist ein Blödarsch. Ja, das unterstreichen wir so. Da wollen wir gar nicht erst Nein sagen. Das nehmen wir auf jeden Fall so hin, wie er es meint. Denn wir von Freiem Kyrat sind immer aktuell. Und jetzt... zur nächsten Mission. Ich lebe noch, Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donalds Lübel, was er getan hat, aber wir haben keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Ach, wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja... Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter... Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist
des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Also kannst du mir sagen, was du willst. Aber die beiden sind echt total durch, ne? Hammerhart. Okay, wir sollen jetzt den Tanker finden. Der befindet sich da. Okay. Dann fliegen wir mal am besten dahin, ne? Weil wenn wir schon mal hier so einen Drachen haben, dann können wir damit auch fliegen und sind wir schnell da. So. Ja, gut, okay, ich sag mal 900 Meter in diesen Drachen, oder? Wingsuit? Yeah, Wingsuit. Ist doch geil. Basejumper. Woo! Und nicht in den Baum rein. Ich glaube, das gibt auch einen Erfolg. Whoa. Yeah, läuft. Oh, im Wasser landen, das ist wohl, glaube ich, nicht so. Gut. Weich gelandet, sag ich mal. Cool, mit dem Wingsuit bin ich auch noch nicht geflogen. Hat auf jeden Fall ordentlich Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen bei der nächsten Schnellreise uns die Sniper wiederholen, weil, wie gesagt, der Bogen reicht nicht aus, glaube ich. Und mit der Sniper kommen wir besser zurecht. Ich vergesse das immer umzustellen. Aber wir sind gleich da. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Okay, ich schätze mal wirklich in der Tür. Eine Höhle. Ach ja, stimmt ja, wenn der pfeift, dann wenn der pfeift, kommen ja die Gegner und auch irgendwelche Tiere. Darauf habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust.
So, die haben wir erledigt. Jetzt gehen wir mal in die Höhle weiter rein. Bisschen noch looten von ihm. Ah, dran drehen. 3 von 40. Einer bis zur nächsten Belohnung. Okay, da müssen wir noch einen finden bis zur nächsten Belohnung. Hallo übrigens an diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind. Und los geht's. Ich glaube, hierdurch kommen wir nicht, also müssen wir runter. Okay. Buddha lässt grüßen. Okay, jetzt kommt die Frage, wie man sich stellt da hoch. Ah. Es gibt einige Stellen, wo man hoch kann, aber die große Frage ist natürlich, wie? Wir sind viel zu hoch. Warte. Der hat gerade aufgeleuchtet. Ja. So. Nummer 1. Yeah. Das war cool. So, das heißt da hoch. Dann können wir nämlich über die Brücke gehen. Ich weiß nicht, ob die Affen uns angreifen werden. Aber das ist die Tür auf jeden Fall von der anderen Seite. Das heißt, wir sind hier richtig. Na, mal gucken. Arme nehmen übrigens. Wer Buddha nicht kennt, das ist er. Gibt es sämtliche Statuen von dem, wie er in Schneidersitz da sitzt, betet. Zeigt uns der Affe womöglich, wo es lang geht. Oder sind die einfach nur so hier? Was ist das? Ah, die Karte bestimmt. Oh. Shangri-La, aber rot eingezeichnet, der Name. Das heißt, wir sind bestimmt irgendwo... Shangri-La kennen wir bestimmt aus, oder kennt ihr bestimmt, sagen wir so, aus Uncharted 2. Der Weg nach Shambhala. Äh.
Ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich springe. Okay. Also auf drei, ne? Auf drei? Soll ich wirklich? Ist das ein bisschen tief? Haben wir keinen Fallschirm? Weil ich sehe ein bisschen nackt aus wahrscheinlich. Okay, egal. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja! राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था कालीनाग मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया अह सो मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शंग्रीला को ढूंढने के लिए आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें रहना Okay. Shangri-La. यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा मैंने बहुत कुछ देखा किया लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है Scheint wohl viel gebetet zu werden. Scheint ein sehr heiliger Ort zu sein. Okay. Nur ich finde in Uncharted 2 sieht das ein bisschen geiler aus, das Shambhala. Shangri-La. Aber wer weiß, wo wir noch hinkommen hier. Vielleicht wird das hier noch richtig... Oh. Heftig. Es gehen auf jeden Fall sämtliche Kerzen an, wenn ich hier vorbeigehe. Sher ne bahut khoon kharaba dekha tha. Wo ek dusri duniya se tha. Ek rakshak. Oh, der Tiger sieht... Oh, ein weißer Tiger, Alter. Alter, ohne Scheiß, das sieht schon echt heftig aus, ne? Beziehungsweise der Tiger und so. Okay. Also das Fell und so von den Tieren auch und nur wie die aussehen. Also die Grafik ist schon ziemlich gut auf dem Gebiet jetzt. Auf PC wird das wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger aussehen, ist klar, aber ich finde, es sieht schon echt geil aus. Sher apne ghar ki raksha kar raha tha. Lekin kisse? Im Moment sollen wir Shangri-La erkunden. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Art Dolch. Art selbstgemachter Dolch. Scheint so, als würde uns gleich irgendwas angreifen. Oder? Ah. शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया इस धरती के नहीं साफ मन के नहीं कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी
Leute, die sich teleportieren können, das ist gar nicht gut. Wow. Wow. Okay, die Tiger beschützen uns. Der Tiger beschützt uns. मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए Ziel auf einen Gegner und drücke R1, um ihn als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो Wir kommen übrigens bei ein Königreich für Narnia oder im Land von Narnia. Ich weiß, der war nicht wirklich gut, aber der Tiger gefällt mir gerade. Der wird unsichtbar. Ciao. Das ist der nächste. Im Prinzip haben sie das echt cool gemacht. Stand da jetzt mit Takedown? Das ging mir jetzt zu schnell. Ich glaube, den linken Stick musste ich drücken, ne, für Takedown. Damit die... Ah, Moment mal, ich kann ja von Gegner zu Gegner direkt springen. Richtig. Dreh die Mani-Mühlen. Die Mani-Mühlen? Ach jo, die muss ich ja... stimmt ja. Der nächste. Alter. Oh, einmal drücken und ich wurde geheilt. Das ist vollständig geheilt. Das ist gut. Okay. Drehen. Inwiefern drehen? Ach da! Okay, jetzt noch die andere. Papa.
Chakraman. Das dürften alle gewesen sein. Hier in die. Au! Mach los! Oh. Ja, weg den nächsten. Zack, zack. Oh. Okay, der Tiger ist getroffen. Der lädt sich gerade auf. Dann kommt er wieder. Ich aktiviere in dem Moment hier dieses Dingen. Bis der Tiger wieder da ist. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. Drücke R1, um einen Unhold als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dann ablenken. Schalte den Unhold von hinten aus, während er abgelenkt ist. Ich halte mich mal kurz. Ich kann von dem einen Gegner zum anderen springen. Oh, jetzt, oh Scheiße, jetzt kommt dieser Unhold. Wo ist der Tiger? Das darf nicht wahr sein. Jetzt backt der da, oder was? Warte mal, der soll mal hier hinkommen. Da ist er doch. Sauber. So. Genau. Richtig. So. Treppe hoch. Rennen ist not good. Okay, wo ist der? Da hoch. Jawoll. Oh, mein Controller ist fast leer.
Das heißt, ich muss jetzt bestimmt die beiden Dinge aktivieren, okay? Jab main bachcha tha to mere pita mujhe Shangri-La ki ghantiyon ki kahaniyan sunaya karte the. Unki dhwaniyan dharti se buraiyon ko dur karti thi. Wo mujhe chetavni dete the. Tum apne mata-pita ka kehna nahi manoge to ghantiyon ki dhwaniyan tumhe dhoond lengi. Main unse bahut dar jata tha. Is bhay ka shikar main akela hi nahi tha. Und willkommen wieder zurück in Kyrat. Das hat sich jetzt so ein bisschen angefühlt wie so eine kleine Pilgerreise durch Shangri-La. Was ich echt cool fand. Also man merkt, die lassen sich auf jeden Fall was einfallen hier. Was ist passiert? Zurück in der Welt der Lebenden. Wie kam ich hierher? Ich bin okay. Du kamst mit einem Tankerreit spaziert. Genau, dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja, du warst nicht raus, hast komisches Zeug gemurmelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. Hm. War das Ding schon hier, als ihr herkamt? Oh, das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familienerbstück, schon seit vielen Generationen. Hab ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Hm. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Hast du welche gefunden? Ich hatte zu viel zu tun. Gut, ja, ist okay. Ja, keine Sorge, du, nächstes Mal. Aber wenn du an dem Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut, wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krempel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Tschüssi. Die Ankunft des Beschützers, eine Überdosis. Wir waren Tanker und haben in Shangri-La eine Aufgabe erfüllt. Neue Yogi and Reggie Aufgaben verfügbar. Ich wette mit euch, das sind die nächsten Pilgerreisen durch Shangri-La. Das Haus der Gales gehört jetzt dir. Vom Verwalter kannst du nun Gegenstände kaufen, um das Haus zu verbessern. Ah, das heißt, ich kann jetzt sozusagen das Haus in dem Sinne verbessern. So, okay. Cool. Okay, da ist der nächste Ort. Da muss ich hin. Ja, dann wollen wir das Haus mal verbessern und demnächst die nächsten Tankerteile holen, damit wir irgendwann ein komplettes Bild hier hängen haben. Und deswegen müssen wir ein paar Mal durch diese schönen Reisen gehen. Wo die nächste Reise stattfindet, ob das wieder Shangri-La ist, wette ich mal, bestimmt irgendwie anders. Das erfahrt ihr dann nächste Woche Mittwoch in Far Cry 4. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend. Gebt mir ein Follow, falls ihr interessiert seid und es weitergucken wollt. Unter anderem noch meine anderen Spiele, die ich streame. Steht alles unten oder rechts oder so, wo ihr das halt seht, in der Videobeschreibung, ja. Darunter steht auch wieder ein bisschen was über mich erzählt und über die Seiten, wo ich überall bin. Auf YouTube werden dir die ganzen Videos hingeschickt, ja. YouTube ist praktisch meine virtuelle Festplatte. Sag ich mal so, für Videos. Dann bin ich nur bei Twitter und Facebook könnt ihr mir auch folgen, followern, liken. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen schönen Abend liefern. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Renault89.